Was, wenn Moral nur eine Fiktion ist, die von der Herde unterlegener Menschen benutzt wird, um die wenigen besseren Menschen zurückzuhalten? In diesem Sprout-Spezial mit Stephen Hicks untersuchen wir Nietzsches Erklärung dafür, wie sich Ethik entwickelt. Und die Folgen für Herrentypen, die in einer Welt leben, die von der Moral eines Sklaven beherrscht wird. Teil 3. Herren-Sklaven-Moralität und der Ursprung des schlechten Gewissens. Nietzsche vertrat die Auffassung, dass es zwei Erklärungen für die Entwicklung der Moral gibt. Ein Teil dieser Erklärung ist biopsychologischer Natur, das heißt die Frage, welche Moral mit dem psychologischen Typus des Menschen übereinstimmt. Der andere Teil der Geschichte ist kulturell, weil sich verschiedene Moralvorstellungen unter verschiedenen Überlebensbedingungen entwickeln. Und so sucht Nietzsche in der Menschheitsgeschichte nach den Überlebensbedingungen, die die Entwicklung der Sklavenmoral notwendig gemacht haben. Im Westen findet Nietzsche die Wurzeln der Sklavenmoral in der jüdisch-christlichen Tradition. In einem entscheidenden Ereignis, das früh in der jüdischen Geschichte stattfand: der Versklavung der Juden in Ägypten. Das wesentliche Ergebnis der langen Versklavung der Juden war die Entwicklung und Verinnerlichung eines Moralkodex, der es ihnen ermöglichte, die Sklaverei zu überleben. Angenommen, du bist ein Sklave, wie überlebst du? Und wenn du Kinder hast, die in die Sklaverei hineingeboren werden, welche Überlebensstrategien wirst du ihnen beibringen? Um zu überleben, muss ein Sklave seinem Herrn gehorchen. Das ist nicht selbstverständlich. Die erste Lektion lautet also: Du musst deine Natur unterdrücken. Nehmen wir an, der Herr schlägt dich. Das Verlangen nach Rache ist natürlich, aber du musst es unterdrücken. Angenommen, der Herr sagt dir, du sollst warten. Untätigkeit ist nicht natürlich, aber du musst deinen Wunsch nach Aktivität unterdrücken. Angenommen, der Herr sagt dir, du sollst etwas tun, was du nicht tun willst. Du musst deinen Wunsch, das zu tun, was du willst, unterdrücken und gehorchen. Verallgemeinernd gesagt, musst du dich darin üben, deine natürlichen Impulse zu zügeln und ein demütiges, geduldiges, gehorsames Selbst zu verinnerlichen. Du weißt, dass du das tun musst, denn Sklaven, die das nicht tun, enden tot. Folglich, so Nietzsche, haben Sklaventugenden einen Überlebenswert. Gehorsam, Demut, Vergebung und Geduld sind gut für Sklaven. Und das sind die Eigenschaften, die Sklaven ihren Kindern eintrichtern, wenn sie wollen, dass sie überleben. Mit der Zeit werden die Sklaventugenden zu kulturellen Werten. In jeder Generation gibt es viele Menschen, die wie Schafe sind und denen es nichts ausmacht, Sklaven zu sein. Aber andere nehmen es übel. Und hier wird die Geschichte, die Nietzsche erzählt, noch düsterer. Um zu überleben, müssen sie ihre natürliche Stärke und ihr Durchsetzungsvermögen gegen den Ausdruck ihrer eigenen Stärke und ihres Durchsetzungsvermögens richten. Das führt natürlich dazu, dass sie den Herrn stark hassen. Aber sie fangen auch an, sich selbst dafür zu hassen. Sie hassen sich dafür, dass sie tun, was der Herr sagt, und dafür, was sie selbst tun, um sich zu unterdrücken. Psychologisch gesehen verursacht der Selbsthass einen unerträglichen Druck im Inneren. Denn die äußere Entladung des Triebes wird gehemmt und wendet sich gegen die Menschen selbst. Feindseligkeit, Grausamkeit, Freude an Zerstörung, all das wendet sich gegen die Besitzer solcher Instinkte. Das ist der Ursprung des schlechten Gewissens. Hass auf den Stärkeren, Selbsthass und Rachefantasien zur Linderung des Schmerzes werden zur gelebten psychologischen Realität solcher Sklaven. Wenn man diese psychologische Realität über Monate und Jahre aufrechterhält, werden die Ergebnisse hässlich und giftig sein. Noch provokanter argumentiert Nietzsche, dass solche Sklavenindividuen, die den inneren Krieg am stärksten spüren, zu den sozialen Führern der Sklaven werden. Das heißt, sie werden zu ihren Priestern. Wegen ihrer Ohnmacht wächst in ihnen der Hass zu ungeheuren Ausmaßen. In ihrer Führungsrolle sind es die Priester, die am stärksten für Sanftmut, Demut und Gehorsam eintreten und die aggressive Stärke und den Stolz der Herren verurteilen.
Die Priester sind nicht in der Lage, physische Macht gegen die Herren einzusetzen. Stattdessen entwickeln und nutzen die Priester die Moral als ihre Waffe in der Auseinandersetzung. In der jüdisch-christlichen Tradition wird die Sklavenmoral Teil einer Rachestrategie. Sie soll es den Schwächeren ermöglichen, in einer rauen Welt zu überleben, aber auch das Selbstvertrauen der Herren zu untergraben und schließlich die Herren zu stürzen, um geistige Rache zu üben. Also, Stärke, Aggression, Schwäche, Missgunst. Geht es bei der Moral wirklich darum, dass wir in der Welt miteinander auskommen? Oder ist sie in Wirklichkeit ein Werkzeug der Macht, eine Überlebensstrategie und eine Möglichkeit für die Unterlegenen, gegen die Erfolgreichen zurückzuschlagen? Das sind die unbequemen Fragen, die Nietzsche uns stellt. Was denkst du über Moral? Bist du mit Nietzsche einer Meinung? Für mehr Informationen und um Stephen Hicks vollständigen Bericht über den deutschen Philosophen zu sehen oder um dieses Video ohne Hintergrundmusik herunterzuladen, schau in die Beschreibungen unten.